Bei dieser Übung hast du nun ganz viele statistische Erhebungen und es gilt, möglichst aussagekräftige Diagramme daraus zu erstellen. Ich muss gestehen, dass ich bei den Diagrammen meistens etwas pröble, aber auch beim Pröbeln kann man etwas effizienter und weniger effizient arbeiten und deshalb zeige ich dir mal, wie man die häufigsten Fehler ausmerzen kann. Du hast zwei Diagramme bereits in dieser Datensammlung vorhanden, die sind aber völlig unbrauchbar und ich möchte dir zeigen, wie du mit wenigen Klicks diese optimieren kannst. Bei diesem ersten Beispiel ist einerseits mal offensichtlich, dass die Legende völlig unbrauchbar ist. Dies ist einfach durchnummeriert und es ist nicht ersichtlich, worum es sich bei diesen verschiedenen Anteilen handelt. Außerdem fällt auf, dass genau die Hälfte dieses Kreisdiagrammes von einer einzigen Farbe eingenommen wird und das ist meist verdächtig. Wenn wir dieses Diagramm mal anklicken und diese Datensammlung anschauen, so siehst du den Ursprung dieses Fehlers sofort. Hier wurde nämlich auch das Total mit in das Diagramm mit einbezogen. Das heißt, alle diese einzelnen Punkte zusammen ergeben dieses Ergebnis in der ersten Spalte und das ist natürlich irreführend. Effektiv haben wir also hier nicht eine Verteilung von 100%, sondern 200%, weil in diesem Halbkreis ja alle diese Einzelteile nochmals versammelt sind. Nun, und man sieht aber auch schon schnell, wie man das beheben kann. Wenn wir uns dieser Datensammlung nähern, so erscheint dieses Auswahlwerkzeug und wir können diesen Bereich einfach verkleinern und sofort stimmt nun dieses Kreisdiagramm. Das nächste Problem ist die Legende. Die Legende würde automatisch eingeblendet, wenn die Bezeichnungen der verschiedenen Bereiche eben direkt oberhalb wären. Aber wir haben hier ja die Daten aller vorhergehenden Jahrzehnte und die eigentlichen Bezeichnungen für die Legende, die sind erst 10 Zeilen oberhalb. Wir könnten nun diese Tabelle neu gestalten, indem wir nur diese beiden Zeilen zusammenfügen, direkt untereinander sammeln. Das ist manchmal die beste Möglichkeit, dass man also die Tabelle optimiert. Ich möchte dir aber eine weitere Möglichkeit zeigen, und zwar unter Diagramm Datenquelle. Hier siehst du den Diagrammbereich. Das ist also derjenige Bereich, der eben die Daten enthält. Das wäre diese Zeile. Und die Beschriftung der Rubrikenachse, die ist im Moment noch leer. Das wäre also genau diese Legende. Ich klicke darauf und ziehe diese Reihe auf. Und mit Enter bestätige ich und du siehst, jetzt wird daraus die Legende erstellt. Ich bestätige mit OK und du siehst nochmals hier also die Datenreihe und hier die Reihe für die Legende. Hier müsste jetzt noch ein Titel rein. Nochmals als Repetition, Diagrammlayout. Hier kannst du den Titel einfügen. Oberhalb oder im Diagramm drin. Und was vielleicht in diesem Fall auch noch sinnvoll wäre, die Datenbeschriftung, dass also die Werte direkt ins Diagramm reingeschrieben werden, dass sie etwas mehr Informationen enthalten, diese verschiedenen Kuchenstücke. Gehen wir zur zweiten Grafik, die wirklich auch nicht gerade günstig ist. Auch hier haben wir eine Legende, die nicht sehr viel aussagt. Und wir haben da verdächtige Teile von Säulen. Das ist ein gestapeltes Säulendiagramm. Und wenn wir
draufklicken und die Datenquelle mal anschauen, so sehen wir, die Summe ist hier auch drin. Wie vorhin eliminieren wir das ganz einfach, indem wir einfach diesen Bereich kürzer ziehen. Du siehst, diese Spalten sind weggefallen. Eine andere Möglichkeit, mit Befehl Z mache ich das wieder rückgängig, wäre, dass wir diesen Teil auswählen, indem wir einfach in einen solchen Abschnitt hineinklicken und jetzt die Löschtaste betätigen und sofort wird dieser Anteil entsprechend gekürzt. Und auch das könnten wir mit dem unteren Teil machen. Hier ist nämlich ein ähnlicher Fehler. Die erste Zeile, das sind ja die Jahreszahlen, die sollen also nicht als Daten innerhalb der Säulen dargestellt werden. Auch das ist wieder irreführend, sondern das sollte eigentlich die Bezeichnung unterhalb der Säule sein. Nun, wenn wir das einfach löschen, so müssten wir die wieder manuell reinziehen. Ich zeige dir eine bequemere Lösung. Ich wähle mal das ganze Diagramm aus und ziehe einfach diesen Bereich weiter nach drüben. Und sofort siehst du, jetzt stimmt es, aus diesen Jahreszahlen wurde die Beschriftung der horizontalen Achse gemacht und aus der ersten Spalte wurde automatisch die Legende generiert. Auch hier noch eine weitere Möglichkeit, falls du das noch konkreter einstellen möchtest, über Diagramm, Datenquelle hast du nochmals diese Steuerungsmöglichkeit. Du siehst also die Achse für die Beschriftung, für die Legende. Du siehst, woher die Säulendaten kommen und hier sind die verschiedenen Reihen angegeben. Wenn wir hierauf klicken, Zeile und Spalte wechseln, so wird das umgetauscht. So wird es nach den verschiedenen Kriterien sortiert. Und in der Legende stehen die Jahreszahlen. Macht in diesem Fall allerdings wenig Sinn, aber du kannst diese Darstellung trotzdem brauchen. Nehmen wir an, du willst nur jedes zweite Jahrzehnt anzeigen, so kannst du hier jetzt eines auswählen, entfernen. Vielleicht etwa so. Und jetzt wechseln wir wieder, bestätigen mit OK. Jetzt haben wir nur noch 5 Jahresangaben, die miteinander verglichen werden. Und so wird die Grafik wesentlich übersichtlicher.